Herr Nadasch, Sie sind Schriftsteller und Fotograf. Was war jetzt eigentlich am Anfang? Das Wort oder das Bild? Es ist immer das Bild. Also es kommt immer das Bild zuerst und dann das Wort. Wir haben diese Fähigkeit, das ist in allen, also es gibt keine Ausnahme. Wir fassen mit dem Blick die Welt auf und dann machen daraus Wörter, machen daraus das Wort. Auch bei mir ist das so. Aber wenn Sie fragen, wo mein Interesse liegt, dann würde ich sagen, dass ich habe mit dem Schreiben angefangen. Als ich 11 Jahre alt war, habe ich mit dem Schreiben angefangen und seitdem blieb es dabei. Und dann später ist das Bild oder diese Bildliche dazu gekommen durch verschiedene Zufälle, die ich überhaupt nicht bedacht hätte, wenn diese Ausstellung jetzt in Zug nicht dazu käme. Wie ist es in Ihrer Kindheit? Waren da Bilder, wenn Sie an die Erinnerungen denken, zuerst oder sind es Sätze oder Wörter? Natürlich sind Bilder zuerst. Bilder aus dem Krieg, die sind meine erste Erinnerungsbilder. Und ich habe später in der Pubertät geprüft, ob diese Bilder Fantasiebilder sind oder richtige Bilder, aber die sind richtige Bilder, merkwürdigerweise aus meinem zweiten Lebensjahr. Und aus dem zweiten Lebensjahr hat man sehr selten Bilder. Das ist sehr früh, ja. Ja, die sind dramatische Bilder, also Bilder eines Krieges, eine richtige, ja, ein Bombenangriff. Das ist meine erste Erinnerung. Sie eröffnen jetzt gerade mit diesem tragischen Ereignis. Sie sind vor kurzem 70 Jahre alt geworden, also 1942, mitten im Krieg, in eine jüdische Familie hineingeboren. Wie haben Sie denn überhaupt überlebt in Budapest angesichts der Judenverfolgung und des Holocaust? Meine Eltern gehörten zu den wenigen, die diese Schweinerei nicht akzeptierten, also die Gesetze nicht akzeptierten. Die sind in die Illegalität gegangen. Sie waren Kommunisten, sie waren überzeugte Kommunisten, gehörten zu Widerstandsbewegung. Und ich habe falsche Papiere, einen falschen Namen gehabt. Ich hieß Kovac, also Schmidt, ein gewöhnlicher Name, aber Peter wurde beibehalten. Ich sehe, also es ist noch da, meine falsche Geburtsausweis, Geburtsurkunde. Und mein Vater war mit zwei Freunden und mit seinem Bruder in einem Keller eingemauert, wo er falsche Papiere und Flugblätter gemacht hat. Und meine Mutter und die Tante hat die Aufgabe gehabt, gewisse Daten hinzubringen und die neuen Papiere und Flugblätter zu holen und zu verteilen an verschiedene Verbindungen, illegale Verbindungen. Das war natürlich überaus riskant. Das war auch deswegen sehr riskant. Ich traue nicht einmal hineinzudenken, wie riskant das war, weil meine Mutter hat auch außer mir noch mehrere Kinder durch diesen Krieg und Belagerung von Budapest durchgebracht. Und wenn die verhaftet worden wären, dann wäre es wirklich eine Katastrophe gewesen. Mein Vater war mehrmals verhaftet, nicht zu dieser Zeit, sondern früher. Aber meine Mutter nie. Sie war eine ziemlich mutige Person. Sie beschreiben das in diesem allerersten Ihrer Bücher mit dem Titel Die Bibel. Da legt sie eine Bibel auf diese Flugblätter, jedenfalls die Frau, die da drin beschrieben ist und mich jetzt eben an diese Schilderung erinnert, die Sie jetzt geben von Ihrer Mutter. Ja, das ist was, also das ist nicht selbstbiografisch, das ist eine Geschichte,
aber dieses Motiv stimmt. Kommt dort so vor. Das stimmt, ja. Das erste längere Werk, Ende eines Familienromans, erzählt dann die Geschichte eines Knaben, der bei seinen Großeltern aufwächst. Ihre Eltern sind früh gestorben. Sie sind bei ihren Großeltern aufgewachsen. Nein. Nein. Ich bin nicht bei meinen Großeltern aufgewachsen. Als Jugendlicher meine ich. Nein, auch nicht. Also das ist auch eine Fiktion. Meine Eltern sind früh gestorben, aber ich bin bei meiner Tante aufgewachsen, sozusagen, aber ich war schon in der Pubertät und mit sehr großer Erziehung. Es ging nicht um Erziehung, das war eher ein konfliktöser, aber ein sehr wichtiger geistiger Verhältnis mit meiner Tante. Und diesen Großvater, der in diesem Ende eines Familienromans eben dieses abendländische, jüdische Erbe weitergibt, den gab es? Nein, das ist auch Fiktion. Mein Großvater war eine wunderbare Person, aber von ganz anderem Schlag. Er war schweigsam, nicht so gesprächig wie in Ende eines Familienromans. Unglaublich schweigsam, aber mit seiner Schweigsamkeit hat er die Dinge sozusagen sehr stark gelenkt und auch mich gelenkt und einige sehr starke Hinweise, wie man sich verhält, gegeben. Besonders darin, wie man zwischen Lüge und Wahrheit unterscheidet. Und er war kein Lügner. Und er hat Lüge nicht zugelassen, auch nicht, wenn es vielleicht auch allzu gewagt gewesen ist. Er hat das nicht zugelassen, aber keine Rüge erteilt, seine Stimme nie gehoben. Und er ist vor meinen Augen gestorben. Gehen wir zum Großvater, so wie er hier drin lebt, im Ende eines Familienromans, dass wir vielleicht mal einen Ausschnitt hören aus einem ihrer Werke. Er sagt zu dem Knaben: Deine Beobachtung ist richtig und genau. Beobachtung ist die Grundlage jeder Erkenntnis, aber wir müssen uns bemühen, unsere Beobachtungen in ein System zu bringen. In meiner Jugend habe ich viel Hegel gelesen, das war Familientradition bei uns. Mein Großvater, dein Urgroßvater, ließ sich die Bücher direkt aus Berlin und aus Wien schicken, obgleich er nur ein Gastwirt war. Aber alles, was auf der Welt existiert, ist lebendig. Die Welt muss man sich vorstellen als das riesigste Lebewesen und auch das Haus, wie alles andere, wird geboren und stirbt. Und das ist das Leben. Ja, das Leben zu verkörpern oder die Welt zu verkörpern, das ist eine Art philosophischer Trick oder eine Gedanke oder eine Idee. Ob das richtig ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass das Leben ist etwas viel strikter, viel einfacher. Wir können das nicht durch eine Person lebendig machen. Und dadurch ist die Welt oder das Universum bleibt draußen, bleibt ruhig in seinen Gesetzen. Und diese Gesetze sind sozusagen eine Art Widerspiegelung unserer Gesetze beziehungsweise unserer widerspiegelt diese Gesetze. Also es gibt einen Zusammenhang, aber keine Verkörperung. Hier geht es ja um genaues Beobachten, Erkenntnis. Sie haben gesagt, von Ihrem Großvater haben Sie eben die Wahrheit, nicht das Lügen gelernt. Von wem haben Sie diese unglaubliche Beobachtungsgabe, diese Gabe zu schildern, die Menschen in ihren Werken in einen Sog des Erzählens hineinzuziehen? Ich brauche das nicht zu lernen. Niemand braucht das zu lernen. Alle. Das ist meine tiefste Überzeugung, dass wir alle diese Fähigkeit haben, ob wir Chinesen sind oder Schweizer oder Ungar oder Juden oder das ist egal, wir haben das gleiche Beobachtungsgabe. Das ist schon eine Frage, was ich mit den Beobachtungen oder was ich mit meinen reinen Wahrnehmungen mache.
das ist die erste Phase, wahrzunehmen und dann die Wahrgenommene zu speichern. Wie ich das speichere, das hängt von sehr vielen Faktoren ab, von Soziales, also wie ich erzogen bin, in welche Familie ich geboren bin, in welchem Land ich geboren bin, ob dieses Land ästhetisch eingestellt ist oder eher oder Kulturkreis oder eher unästhetisch, eher rationell, eher pragmatisch. Also das hängt schon von sehr vielen Faktoren ab, aber dieses Urbild hat jeder und davon wird es ausgegangen. Dann wird es in verschiedenen Stellen in dem Gehirn gespeichert, wird es als Emotion gespeichert, wird es auch als Geist gespeichert, also wird bewertet. Und diese Bewertung oder Endergebnisse der Bewertungen werden gespeichert. Und all das gibt die Wahrnehmungsfähigkeit einer Menschen ab, aber alle nehmen auf gleicher Weise wahr, alles, wie die Tiere auch. Mhm. Also das ist nicht eine besondere Fähigkeit des Menschen. Die Tiere beobachten auch und nehmen alles wahr, was nötig ist. Sie haben von diesem Fundus berichtet, eben den die Menschen haben. Ein Fundus ist die Kindheit. In ihrer Kindheit, in ihrer Jugend ist ihre Mutter früh gestorben, 1953. Dann 3 Jahre später hat sich ihr Vater 1956 im Jahr des ungarischen Volksaufstandes das Leben genommen. Sie haben es erwähnt, ihre Eltern waren im kommunistischen Widerstand, dann in der kommunistischen Partei. Ihr Vater ein hoher Funktionär. Wie hat sich seine Rolle auf die Familie ausgewirkt? Er war nicht so hohe Funktionär. Er war ein ziemlich mittelmäßiger Funktionär. Und auch meine Mutter war eine mittelmäßige Funktionär dieser Partei. Sie haben sehr viel vor dem Krieg und in dem Krieg geleistet, aber sie konnten keine richtige Parteikarriere machen. Das war vielleicht mein Glück. Diese Karriere hat direkt nach der Machtübernahme von Kommunisten einen Rückschlag erlitten. Meine Mutter war eine ungeduldige Person und sie hat ständig den Anweisungen meines Großvaters gefolgt und sagte, was sie meinte. Und dadurch war diese Karriere zu Ende, ziemlich tragisch zu Ende. Und ich habe davon sehr viel gelernt. Ich habe meine Rückschlüsse gezogen. Nämlich, und das war bis zur Wende ein Problem für die wohlmeinenden Leute, ob die Schrecknisse und Fehler dieses Systembedingt sind oder nicht, ob sie von menschlichen Zufälligkeiten abhängen. Aber die waren systembedingt und ich habe das schon in meiner Kindheit gelernt. Also in dieser Richtung war ich nicht mehr zu verleiten. Ich habe mich sehr früh von der kommunistischen Bewegung distanziert und auch zum Teil meiner Familie den Rücken gekehrt und auf meine eigenen Füßen gestellt. Sie waren als junger Mensch Fotoreporter, als Journalist tätig. Wir haben ein Bild, das Sie mit 18 Jahren ein Selbstbildnis zeigt, eine Fotografie. Sie haben ja später unter dieser Zensur, also in dieser Zeit, selber gelitten. Sie schreiben oder beschreiben immer wieder, dass Sie eben den Beruf letztlich deswegen aufgeben mussten. War für Sie Ihr Vater ein Verräter? Nein, ich war ein Verräter.
und ich wusste darüber nicht. Also ich habe diese Familienteil, weil meine Familie bestand aus Proletarier, bestand aus Bürgerlichen. Ich habe nicht die Proletarier, nicht die Bürgerliche verraten. Ich habe eigentlich meine Eltern verraten, beziehungsweise ich habe meine Eltern nicht gefolgt. In der Sicht der Eltern. Ja, und ich habe die verraten. Aber mein Vater war kein Verrater. Mein Vater war ein regelrechter Opfer sich selbst. Also er hat sich selbst geopfert und er wusste nicht, wofür er sich opfert. Er war angeklagt mit einer Sache, was er richtig nicht begangen hat, und er konnte sich nicht reinwaschen bei seinen Genossen. Und zwei Tage vor seinem Selbstmord hat er endlich einen Beschluss bekommen, wo er als schuldlos angewiesen war. Aber das war ihm schon zu spät. Und er ist Selbstmord begangen. Mhm. Er wollte auch uns Kinder, ich habe einen jüngeren Bruder, mitbringen im Tod. Und aus seinem Abschiedsbrief geht hervor, dass er das in letzter Minute vor dem Bett meines Bruders, der war ein sehr schönes Kind, doch nicht vollzogen konnte. Und dann hat er einige Zeilen uns geschrieben. Wie haben Sie das aufgenommen, wie Sie das später gehört haben? Nein, ich habe den Brief gefunden. Mhm. Ich habe diesen Abschiedsbrief gefunden. Ja, das hat mich natürlich erschüttert. Mhm. Das war ein Schock, dass man ein Leben lang trägt. Deswegen war mir, ich spielte in meinem Leben sehr lange Zeit mit dem Selbstmord. Mhm. Aber dieser Weg war mir verstellt, weil ich nicht diesen Schock weitergeben wollte. Niemanden. Mhm. Und besonders nicht denen, die ich lieb habe. Mhm. Also mir ist dieser Weg verstellt worden durch meinen Vater. Mhm. Das war auch eine sehr schwere, aber eine große Lehre. Mhm. Warum macht man das nicht? Und warum lehren die Religionen, dass man nicht machen darf? Ja, und auch die Selbstmörder selbst erleben das, wie das berichtet wird, als Negatives. Die das nicht selbst machen, also nicht Selbstmörder sind, erleben den Tod als etwas Positives. Das habe ich auch getan. Es gibt eine andere Geschichte, die mich sehr umtreibt in der Ausstellung in Zug, in der aktuellen, die Sie über Ihre fotografischen Werke vor allem selber kuratiert haben. Gibt es ein Bild von Andor Sugar von seiner Frau? Kata Sugar ist eine ungarische Fotografin. Sie hat sich am 22. Dezember 1943, also mitten im Krieg, das Leben genommen in ihrer Wohnung in Budapest, hat zuvor alle ihre Fotos und alle ihre Negative verbrannt. Ja. Diese Aktfotografie von ihr hat ihr Mann, Andor Sugar, gemacht. Er ist ein Jahr später auf dem Weg, beide jüdisch, nach Auschwitz umgekommen. Ja. Sie haben überlebt, Sie haben jetzt nochmal in einer großen Offenheit drastisch geschildert, dass Sie nochmal überlebt haben. Fühlen Sie sich in Ihrem Werk, in Ihrem Leben solchen Menschen wie Kata Sugar verpflichtet? Ja, eindeutig. Ich habe eine kleine Hommage ihr gemacht, wo ich diese Lebensgeschichte erzähle. Sie hat ihre Negative und ihre Bilder verbrannt, die in ihrem Leben kaum erschienen sind. Ja. Also das war eine große Schatzkammer. Mit 33 Jahren war ja. Einige sind geblieben, die hier
auch in Zug ausgestellt sind. Einige Bilder sind geblieben und einige negative sind geblieben, weil sie hat keine eigene Dunkelkammer gehabt. Sie kam aus einer sehr wohlhabenden, aus einer reichen Familie. Alles wurde weggenommen. Nach 3 Judengesetzen besaß sie nichts. Mhm. Ihre Katze, eine kleine Katze, sagt man, also es kann sein, dass sie wirklich eine kleine Katze gehabt hatte. Ihre kleine Katze war von dem Hausmeister gefüttert, weil sie hatte wirklich nichts zu essen und sie war allzu stolz, etwas abzunehmen. Und dann ist sie Selbstmord begangen. Aber diese negative, einige negative und positive ist bei einem, in dem Dunkelkammer, wo sie arbeitete, bei einem Freundin, Gott sei Dank, geblieben. Und sie ist eine der wichtigsten Personen der ungarischen Fotografie. Mit diesen Bildern, mit diesen wenigen Bildern. Sie hat ungarische Bauern fotografiert, eine Bestandaufnahme zu also dieser Zeit, die 30er Jahre, gemacht. Und diese Bestandaufnahme zeigt eine Realität, die nicht zu verleugnen ist. Das ist Armut. Wir sind ja jetzt in der Geschichte nochmal zurückgegangen, weil wir bei der Rolle Ihres Vaters waren. Und meine Frage war, die Zensur war ja letztlich Teil dieses ganzen kommunistischen, diktatorischen Systems. Auch dann Ihr Buch, Ende eines Familienromans, Sie werden vom Journalisten zum Schriftsteller, kann nicht erscheinen während Jahren wegen der Zensur. Von was haben Sie überhaupt gelebt in diesen Jahren? Ja, das ist eine große Frage, aber das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Ich habe meine Stelle nach dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei aufgegeben. Ich wollte nicht mehr journalistisch arbeiten. Es war unmöglich. Unmöglich. Also ich blieb in diesem Dorf, wo ich gerade war. Ich war bei meinen Freunden und dann habe ich ein Zimmer gemietet, dann später ein anderes. Also ich war Untermieter sozusagen, Untermieter bei einer alten Bauernfrau. Und für 300 Forint war mir sehr viel. Und das hat wirklich Schwierigkeiten gemacht. Ich habe auch nicht viel zu essen gehabt. Ich habe auch eine, nicht kleine Katze, aber eine Katze gehabt. Und die alten Bauernfrauen haben entdeckt, dass ich nicht viel esse. Sie haben keine Fragen gestellt, sondern ihre eigene Erzeugnisse gebracht. Und sie haben gesagt, dass es zu viel ist, ob ich nicht abnehme. Und natürlich nahm ich ab. Und dann war es eine Gang und Gäbe geworden. Sie haben alles Mögliche mir gegeben, also Ernten, Bohnen und alle mögliche. Und dann habe ich mich damit die schwierigste geschaffen. Dann habe ich Schwarzarbeiten gehabt, geistige Schwarzarbeiten. Wo Sie doch etwas Geld verdienen konnten. Ja, und mein Miete bezahlen konnte und Elektrizität und so etwas bezahlen konnte. Und dann habe ich für diese alte Bauernfrau auch gearbeitet. Wunderbare Arbeiten, was ich ansonsten hätte nicht kennengelernt. Ich habe eine Ahnung schon aus meiner Kindheit gehabt über Gärtnerei oder Gartenarbeit, aber in diesem Maße habe ich in diesem Dorf bei Ruzsanna Sági alles das gelernt. Also das war eigentlich eine schöne Zeit, eine schwere Zeit, aber eine schöne Zeit, weil das war Freiheit, ganz einfach. Das war in der Landschaft, in einer Donauinsel, das war schön und ich war frei.
Sie leben ja heute auch in einem kleinen Dorf an der slowenischen Grenze in Südwestungarn und auch in Budapest teilweise. Also ist Ihnen das geblieben, das Ländliche? Gehen wir mal zu Ihrem neuesten, in deutscher Sprache jedenfalls übersetzten großen Werk, Parallelgeschichten. Das hebt nämlich mit dem Jahr 1989, also mit dieser großen Öffnung an. Dieser Roman hat über 1700 Seiten in der deutschen Übersetzung von Christina Virag. Die Bibel, das war ja der Titel Ihrer ersten Erzählung, die Bibel hat in Natura 1400 Seiten, also Sie haben noch die Bibel übertroffen. Das ist ein Opus Magnum, in dem es um die europäische Geschichte geht, ich sage jetzt mal aus der Sicht einer deutschen und einer ungarischen Familie. Es sind sehr, sehr viele parallele Gestalten, die sich hier durch diesen Roman bewegen. Dieses 20. Jahrhundert, das Sie da Revue passieren lassen, mit vielen Ereignissen, die mich jetzt an Ihre persönlichen Geschichten, die Sie jetzt erzählt haben, erinnern im weitesten Sinn des Wortes. All diese tragischen Geschichten, dann aber auch all die tragisch-komischen Geschichten, auch lustige Geschichten. Was ist das für ein Europa, das da zurückbleibt nach Ihrem Roman Parallelgeschichten? Europa der Versehrten. Versehrten von verschiedenen Kriegen, verschiedenen Ideologien, die große Menschenmassen in die Wüste geführt haben. Versehrten von Kolonialkriegen, die wir eigentlich nicht richtig sehen oder nicht richtig treffen. Aber die Folgen schon. Und ja, so etwas. Also mehr Trauer, mehr Niedergeschlagenheit als Hoffnung? Nein, das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Die europäische Kultur ist eine starke Kultur. Stark auch in der Reflexion, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, und ich bin ein reflektierter Mensch, vielleicht überreflektiert, das ist auch eine Gefahr, aber ohne Reflexion kommen wir nicht aus, und alle Nationen, die mit ihrer Geschichte ohne Reflexion auskommen möchten, sind auf Scheitern verurteilt. Und alle, die das nicht machen, sind auf Nicht-Scheitern verurteilt. Also hier kann man auch Maß halten. Maß halten. Erinnern, das ist sehr wichtig. Vergessen ist auch wichtig, nicht weniger wichtig als erinnern. Und auch hier den Maß halten. Und ich mache in diesem Roman nichts anderes als an gewissen Vorgängen reflektiere. An Vorgänge, wo wir ohne Reflexion nicht mehr auskommen. Gerade Gefahrzonen werden beleuchtet. Und das gehört zu meinem Beruf. Das hängt nicht mit Optimismus oder Pessimismus, mit Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit zusammen. Das gehört zu meinem Beruf. Auch einem Arzt wird man nicht sagen, dass er gewisse Dinge nicht in Betracht zieht. Dann ist er ein schlechter Arzt. Ich habe es jetzt vielleicht so als historischen Roman geschildert. Es ist natürlich auch ein Roman unglaublicher Figuren. Es ist ein unglaublich lebendiger Roman, der eben auch diesen Sog des Erzählens entwickelt. Es ist ein Roman, in dem die Leiber, die Körper ganz konkret eine große Rolle spielen, in dem die Sexualität einen großen Platz hat. Und das treibt mich schon um. Da gibt es eine Beischlafszene während mehreren Tagen und Nächten, die ist, ich weiß nicht, über 80 oder 100 Seiten geschildert. Warum müssen wir das so genau wissen? Ich habe es, also das ist eine Kurzfassung. Ich hätte das Kurzfassung. Auch länger schreiben können. Das ist eine Kurzfassung. Na ja, man hätte das
Also nicht unbedingt hätte man das schreiben sollen. Warum sollte man das schreiben? Warum sollte man darüber nicht schweigen? Weil zwischen Klinik und Pornografie wünschen wir uns eine richtige Reflexionsfläche. Und dazu ist Literatur da, um zu verhindern, dass man in die Pornografie oder in die klinische Sprache, wo alle Vorgänge lateinische Namen haben und sterilisiert sind. Und wir sind nicht steril als Menschen. Wir sind nicht steril. Das tut mir leid. Wir sehen so aus, wir bemühen uns, so aufzusehen. Und das ist auch wichtig, weil wenn es nicht so wäre, dann wäre Chaos ausgebrochen. Und wir sind gegen den Chaos, aber in uns ist Chaos. Und das muss geschildert werden, irgendwo, irgendwann, für gewisse Leute, in einem kleinen Kreis. Aber nicht in Privatkreisen, weil das ist auch verboten. Also das Kunst oder Literatur ist dafür da. Ja. Ich habe mich einfach gefragt, ob das so eine Art Ventilfunktion auch ist in so totalitären Zeiten oder Systemen, dass sich das dann auf den Körper reduziert. Aber Sie schildern es jetzt mehr, es ist Teil des Lebens. Ja, das ist, also vielleicht hat die Frage so ergeben, weil ich diese Arbeiten, Buch der Erinnerung und Parallelgeschichten in der Diktatur schrieb. Parallelgeschichten habe ich in der Diktatur angefangen zu schreiben und dann später aus mehreren Gründen weitergeschrieben. Aber in der Diktatur stellte sich die Frage, ob ich in der Liebe, in einer Beziehung, in dem Bett frei bin oder nicht. Und ich habe Buch der Erinnerung angefangen, wie ein Wissenschaftler, das Thesen aufstellt und die Thesen dann beweist oder verneint und wegwirft. Und die These war, dass man in der Diktatur, in der Liebe frei ist. Und während des Schreibens bin ich darauf gekommen, dass man in der Liebe genauso unfrei ist, wie in der Politik oder bei Wahlen oder in der Gemeinde. Und das war eine ziemlich, ziemlich ernüchternde Erkenntnis. Und diese ernüchternde Erkenntnis hat mich dann weitergeführt, sozusagen, um zu prüfen, ob in der bürgerlichen Gesellschaft, in der Demokratie, in der Umständen oder in den Verhältnissen der politischen Freiheit der Mensch in dem Bett, in der Liebe, in seiner intimsten Beziehung frei bewegt oder nicht. Und wahrscheinlich nicht, sondern ist befangen. Diese 120 Seiten ungefähr, diese Liebesszene ist dazu da, zu untersuchen, warum die beiden einander nicht finden, obwohl sie ein Liebesvergnügen ohnegleichen erleben. Sie finden einander nicht, weil alle soziale Kräfte, alle Erlebnisse, die das nicht zulassen, denen das nicht zulassen. Und das ist nicht so selten im Leben, dass man nicht genau weiß, mit wem man spricht. Und deswegen gibt man das Sprechen auf und gibt sich an Tastsinn und Spürsinn. Und dann erfährt man etwas, was wiederum nicht auf Worte wieder übersetzt werden kann. Dann entstehen wiederum daraus neue Konflikte. Und dann scheitert diese Beziehung. Und das scheitert nicht, aber jedenfalls wird dadurch schwierig. Also das ist Schlachtfeld. Bett ist keine Ort der Freiheit. Das ist ein Fehler, daran zu denken. Das ist ein sehr wichtiger Ort.
Aber man muss ganz genau wissen, was woher kommt. Da schauen Sie genau hin, auch bei der Homosexualität. Und da habe ich mich gefragt, die nimmt auch einen großen Stellenwert ein in den Parallelgeschichten. Da habe ich mich gefragt, ist das, weil gerade die Homosexualität über Jahrhunderte verteufelt wird, an den Rand gedrängt wird? In der Antike ist das nicht verteufelt, sondern gerade gefördert. Und in der Antike Schriften spricht man darüber ganz anders. Nein, ich habe das aus Not gemacht und diese Not war mir sehr wichtig, weil die Liebesromane haben mein Terrain sozusagen kaputt gemacht. Mhm. Also ich konnte etwas in der gleichgeschlechtlichen Liebe, ich spreche nicht gerne über Homosexualität und Heterosexualität, man hat nur eine. Und das ist Erotik. Und Erotik ist mit Göttern verbunden, also mit Dingen, die nicht fassbar sind. Und Geschlecht ist selbst ein Ding, was nicht fassbar ist, obwohl Geschlechtsteile fassbar sein oder sind. Aber wir gehen etwas nach, was unfassbar ist. Und unfassbar ist die Liebe. Und das bekommen wir nicht durch Geschlechtsteilen, sondern auch, das ist auch vielleicht ein Moment. Mhm. Also all das musste ich untersuchen. Und bei der gleichgeschlechtlichen Liebe war das war ein besseres Experimentierfeld einerseits. Andererseits, ich habe die beiden sozusagen parallel laufen lassen. Und dann zeige ich auch die Spannungen zwischen diesen Feldern. Ja. 18 Jahre haben Sie gearbeitet an diesem Werk. Jetzt würden wir meinen, wir sind bei der Liebe. Das war der ganze Peter Nadasch, ist er noch nicht. Es gibt eben noch den Fotografen und da haben wir Bilder vorbereitet aus den 60er Jahren. Da ist ein Beispiel, die Ärmsten der Armen, heißt diese Fotografie von Ihnen aus dem Jahr 1963. Und in dieser Ausstellung im Kunsthaus in Zug mit dem Titel In der Dunkelkammer des Schreibens gibt es dann auch dieses zweite Bild, viele andere mehr. Guck mal, was hat die an, ist der Titel, auch aus den frühen 60er Jahren. Mir fällt auf, auch bei den vielen Fotografinnen, Sie haben viele Fotografinnen auch in diese Ausstellung gebracht und Fotografen aus Ungarn, sind große Namen wie Angel Kertész dabei und so weiter, dass einerseits dieses Elend und andererseits diese Lebensfreude aus den Bildern herausspricht. Kein Widerspruch, ist das beides sozusagen ungarische Spezialität? Das ist gleichzeitig da, alles ist gleichzeitig da. Das ist die verschiedensten Dinge sind gleichzeitig da. Ja, das macht das Leben gerade unglaublich interessant und aufregend. Das alles ist gleichzeitig da, auch dann, wenn ich im Elend bin, dann ist auch gleichzeitig Freude da. Nicht meine, aber das ist da. Also mich reizt die Parallelität und meine Vorgänger in der ungarischen Fotografie waren ganz ähnlich. Mhm. Es ging es ganz ähnlich. Die ungarische Fotografie ist aus den Schrecknissen des Ersten Weltkrieges ausgegangen. Es gab Hofmaler und Hoffotografen. Im Krieg gab es Kriegsmaler und Kriegsfotografen. Ich stellte zwei große Kriegsfotografen aus, Balogh und Rudolf Balogh und André Kertész. Alle beiden haben das Schrecken gelernt mit der Fotografie. Gehängte Schützengräben. Und Tote. Und auch die Latrine. Mhm.
und auch die... Da sitzen Soldaten, nebeneinander ja, auf der Latrine, wirklich das ist ein lustiges Bild. Vom Curtis fotografiert. Oder die unglaubliche Schutzlosigkeit dieser Männer, die in einer Badewanne zusammen baden und einander mit Seife einreiben. Wahrscheinlich Offiziere, die irgendwo ein Badewanne gefunden haben. Aber eben ohne die Epauletten und aber der Dienstjunge steht da, neben dieser Badewanne. Also alle diese Gebrechlichkeiten, diese kleine Freuden sind da. Aber jetzt dieses Bild, die Ärmsten der Armen, diese Fotografie, hätten Sie nicht verkaufen können, weil das ungeschminkt die Realität zeigt, oder? Ja, das ist nicht für eine Zeitung. Das war nicht für eine Zeitung. Ich war als Zeitungsreporter hingegangen mit einer Journalist zusammen und wir haben diese Familie besucht aus irgendwelchem Grund, was ich jetzt nicht erzähle, aber das hing zusammen, damit zusammen, dass von dieser alten Frau sein kleines Besitz weggenommen wurde und kollektivisiert wurde und das Kind hat gestern einen Schuh bekommen. Dieser Schuh ist auf diesem Bild nicht richtig zu sehen. Und die waren wirklich bettelarm geworden, noch ärmer wie früher. Und ich konnte das Bild nicht machen. Also ich musste das Bild machen, natürlich verkaufen oder die Zeitung geben konnte ich das nicht, weil da komischerweise oder gezwungenermaßen waren auch die Bilder, also das war ein Bilderverbot, nur Bilder durchgegangen sind, die Fröhlichkeit, Optimismus ausstrahlten. Systemschützend. Ja, deswegen scheiterte ich als Fotograf. Ja. Zwei neuere Bilder aus den 2000, also vor ein paar Jahren gemacht. Selbstbildnis mit Selbstbildnis aus dem Jahr 2001. Und in der Schreibstube ein Bild aus dem Jahr 2000, Polaroid. Jetzt fällt schon auf, es gibt noch viele deren mehr, die sich im Inneren von Räumen abspielen. Ist das so eine Art, wenn Sie jetzt nicht mehr Fotograf waren, aber doch noch Fotograf geblieben sind, eine Art Rückzug? Nein, das ergibt sich aus mehrere Quellen. Einerseits bin ich in meiner Kindheit sehr nahe zu Maler gewesen. Und Maler malen entweder Stillleben oder Landschaften oder Interieurs. Also Interieurfotografie war mir immer sehr wichtig. Man stellt sein eigenes Interieur dar oder stellt ein anderes, fremdes Interieur dar. Und das ist immer sehr stark vom Licht abhängig, welche Art oder welche Menge vom Licht durch den Fenster kommt und wie das dann die Gegenstände abzeichnet. Also die Innenwelt einer Persönlichkeit. Einer Persönlichkeit. Und ich habe meinen Lebenslauf sozusagen mit Interieurs geschrieben, fotografiert. Ich habe alle meine Schreibtische fotografiert. Und ich habe mein Leben beim Schreibtischen verbracht. Ist mir aufgefallen, dass es einen Wechsel gibt, eben von der Schwarz-Weiß-Fotografie zur Farbfotografie. Ja, das ist ein Zufall. Ich habe Farbfotografie gelernt, aber nie mit Farbe fotografiert. Ich blieb bei der Schwarz-Weiß. Dann habe ich angefangen,
den Baum auf unseren Hof zu fotografieren. Ich habe ein Jahr lang da geblieben, bei dem Baum, und mehrere tausend Aufnahmen also gemacht. Also jeden Tag eine Fotografie des Gleichen. Nein, nicht eine. Ihre Ausstellung, riesiger Baum. Ja, und dann durch diese Zwang, weil das habe ich mit Polaroid gemacht und es reizte mich, diese besondere Kolorit, was Polaroid macht, dann bin ich gewissermaßen bei Farbe auch geblieben, mit Polaroid und auch ohne Polaroid. Mhm. Aber ich habe Fotografie sozusagen aufgegeben. Jetzt fotografiere ich nicht mehr. Die analoge Fotografie war mein Terrain und digitale Fotografie ist für junge Leute da. Mhm. Das muss noch erfunden werden. Mhm. Also da gibt es auch einen Zeitpunkt, wo Sie gemerkt haben, das ist jetzt abgeschlossen für mich. Ja, analoge Fotografie ist ein abgeschlossenes Kapitel. Mhm. Es gibt Fotografen, die das weiterführen und weitermachen. Ja. Aber das ist sehr umständlich geworden. Mhm. Also man ist an verschiedene... Analoge Fotografie hat eine Art Materialität, materialgebunden. Und diese Materialität oder Materialgebundenheit musste aufgegeben werden. Mhm. Und ich habe keine Zeit und keine Möglichkeit, mich darum zu kümmern. Ja, ich erinnere mich an diese Fotolabors, wo man dann die Bilder noch natürlich in die Flüssigkeit gibt. Und ja. Also alle Chemikalien sind kompliziert zu beschaffen und man kann natürlich alles selbst machen. Ich habe auch gelernt, das selbst zu machen. Auch ich habe eine andere Vermutung noch wegen dem Umstieg von der Schwarz-Weiß auf die Farbfotografie. Sie haben 1993 einen Herzinfarkt knapp überlebt und es scheint mir so um diese Zeit verbunden auch mit einem Nahtoderlebnis, gibt es dann nachher mehr Farbe in Ihrem Leben? Könnte das sein? Eigentlich schon, weil danach habe ich angefangen, diesen Baum zu fotografieren. Das war in der Zeit. Dieser einsame Baum, der eigentlich länger lebt, viel länger lebt als ein Mensch. Und ich habe diese Bedürfnis nach meinem eigenen klinischen Tod zu beobachten, wie ein Lebewesen, und das ist ein Baum, ist auch ein Lebewesen, wie ein Lebewesen das schafft, so lange zu leben. Und dann habe ich mit dem Resultat aus diesem Experiment herausgekommen, dass diese Lebewesen eine andere Zeitrechnung hat und diese Zeitrechnung, diese unsere Zeitrechnung gar nicht kennt. Mhm. Also kennt auch keine Jahreszeiten, kennt auch keine Tage. Er kennt Licht. Das ist ein verbindender Moment mit dem Mensch. Auch für uns ist Licht, kulturell ist Licht sehr wichtig. Mhm. Steht auf der höchsten Stelle der Kultur, Licht. Haben Sie bei diesem Nahtoderlebnis, wird ja manchmal so erzählt, Ihr Leben nochmal wie in einem Film gesehen? Nein. Das ist auch eine Metapher, was die Zurückgeholte so versuchen, ihre Erlebnisse. Das ist eher als die ganze Vermögen des Gehirns gleichzeitig da wäre, weil die Zeit ist aufgehoben, ausgesetzt. Und ich spüre nichts, also mein Spürsinn ist weg, ich spüre nichts, ich erfahre von der gegenwärtigen nichts und dadurch ist diese große Tor
große Speicher eröffnet und ich erlebe gleichzeitig alles. Ich kann alles wie beim Computer alles abrufen. Mhm. Aber alles Abrufbare ist gleichzeitig, hat keine Zeit mehr oder hat keine Begrenzung mehr. Und deswegen ist selbst diese Situation, oder weil das ist kein Erlebnis, sondern eine andere Dimension. Aber gut, nennen wir das Situation. Diese Situation deswegen ist mit den Unendlichkeit gleich. Mhm. Ich erfahre erstmal in meinem Leben, was Unendlichkeit ist, was gleichzeitig mit dem Geburt identisch ist, mhm, in der Erinnerung. Also was Religionen und Mythologien sagen, dass die beiden, Tod und Geburt, eins ist, das wird wahr. Mhm. Also alles, wonach wir streben, Unendlichkeit statt ständige Endlichkeit, Geborgenheit, mhm, ist da. Haben Sie danach Ihr Leben geändert? Nein, nicht richtig, aber eine Menge hat sich von selbst geändert. Mhm. Ich habe keinen Anlass gesehen, mein Leben zu ändern. Ich habe aufgehört zu rauchen. Das ist eine Änderung. Aber außerdem nichts. Aber eine Menge hat sich geändert. In gewissen Dingen bin ich sicherer geworden. Und bescheidener, viel bescheidener. Also, aber das änderte sich von sich selbst. Dann habe ich keine Todesangst mehr, obwohl ich weiß, dass Physis, also mein Körper, ob ich es will oder nicht will, hat diese Angst, weil Körper wird immer und in jeder Situation überleben wollen. Klar. Obwohl ich das gutheiße oder nicht, er will das. Imre Kertész sagt in seiner Rede zum Nobelpreis, ihr großer Schriftstellerkollege aus Ungarn im Jahr 2002, ganz am Ende. Das heißt, über Auschwitz nachdenkend, denke ich paradoxerweise vielleicht eher über die Zukunft nach als über die Vergangenheit. Mhm. Gilt das auch für Sie? Ja, ja. Also ich halte alle Philosophien und alle Theologien, und das ist sehr wichtig, für null und nichtig, die nach Auschwitz, über Auschwitz nicht nachdenken. Mhm. Also über den Gott oder über alles andere kann ich ohne Auschwitz nicht mehr denken. Also ich muss das verstehen und muss nachgehen, was war das. Mhm. Es gibt ja eigene Strömungen, wie zum Beispiel eine Theologie nach Auschwitz, die sich das zum Programm gemacht haben. Ja, aber das ist wenig, weil das ist kein Programmpunkt, sondern muss jeder, der in die Kirche geht und über die Vorsorge oder irgendetwas nachdenkt, über Gott nachdenkt, muss nachgehen. Was ist ein Mensch, der fähig ist, erdulden oder mitzumachen? Ohne diese Art von Denken geht das wirklich nicht weiter oder geht in eine andere Sackgasse wieder ab. Darüber reflektieren Sie in Ihrem Werk in hohem Maße seit Jahren. Peter Nadasch, ganz herzlichen Dank für dieses sehr offene Gespräch. Ich danke Ihnen.